Willkommen zurück bei Grid Autosport. Wir fahren jetzt schon wieder Formel A mit dem IndyCar und Brands Hatch ist die Strecke. Und der Vollidiot Sempro hat jetzt erst auf Aufnahme geklickt. Auch bei Sempro herzlich willkommen, weil er wieder den Knopf nicht gefunden hat. Ja, die Hälfte müsste noch drauf sein. Die Hälfte ist da. Ich bin zu dumm. Danke. Hä, habt ihr eine neue ERC-Lackierung? Ah nee, das ist die gleiche. Das ist derselbe Shit, ey. Das ist nur anderes Licht gewesen. Die sieht immer noch so hässlich aus wie früher. Ja. Das sind meine schlechteren Grafikeinstellungen. Oh, da komme ich ein bisschen raus. Naja, Andy auch, also passt das. Erstmal bremsen. Ja, das war doch ganz gut. Lord Kistchen, geh doch aus dem Weg, Mann. Resette dich doch einfach. Kistchen ist ganz schnell unterwegs eigentlich. Naja, wurde gerade gedreht und stand halt quer auf der Strecke und ist erstmal weitergerutscht. Dann bin ich halt eben reingeballert. Ja, manchmal habe ich das auch. Ich weiß nicht wieso. Manchmal setze ich mich nicht zurück, weil ich zu inkompetent bin. Oder weil ich es dann gerade nicht fassen kann, dass ich weggedreht wurde. Oder mich erst noch aufregen. Oder einfach nur doof bin, ja. Oder einfach nur sehen will, wie man Abgang macht. Ja, das manchmal. Oh. Naja, super. Das war nicht gut von mir, aber da sind noch mehr. Wow. Immer gut, im perfekten Moment zurückzugucken. Ja, da hat er mir noch einen Tritt verpasst, ey, die Sau. Ja, aber hat sich nicht weggedreht. Nur leicht gezuckt. Gut, aber da konnte er auch nichts machen. Selbst wenn er sich zurückgesetzt hätte, hätte das nicht gereicht. Das wäre nicht schnell genug bei dir angekommen, denke ich. Ja, ein bisschen Verzögerung ist da drin, das stimmt. Mhm. Aber so Standard fährt sich der Wagen eigentlich schon recht angenehm. Das ist einer der Wagen, der sich komplett Standard-Setup-mäßig recht angenehm fährt. Ich finde ja nur der untersteuert ein bisschen viel. Ja, das sind ja auch eigentlich keine Autos für so eine Strecke, sondern Ovalrennen. Ja. Nee, Indycar glaube ich, ja doch, oder? Also sie fahren auch Stadtrennen in Amerika, aber die sind auch in vielen langen Geraden. Ja. Und wenn es dann in den Kurven knallt, dann aber auch richtig. Ja, dann ist immer Verstopfung, weil die Strecken sind total eng meistens. Ja. Und sowas wie Sicherheitsregeln haben sie ja auch nicht. Die Formel 1 ist da schon ganz gut, glaube ich. Ja. Ab und zu fährt man noch einen in den Bagger rein oder so, oder einen Kran, aber... Ja. Das sind auch nur absolute Jahrhundertfälle. Ja, wobei natürlich man so ein offenes Auto nie komplett sicher machen kann. Nee, geht auch nicht. Also, das bringt auch nichts mit der Kuppel drauf. Ja. Dann bricht dir halt die Kuppel weg und zerstört dir halt damit den Kopf. Ja, das macht keinen Unterschied. Also da ist sowas wie Tourenwagen oder GT halt schon sicherer. Das Einzige, wogegen die Kuppel halt schützt, ist fliegende Teile. Mhm. Also mal ein Reifen oder irgendwie... Oder so ein Stück von der Federung wie bei Massa. Ja, bei oder Massa hätte das was geholfen. Oder sowas. Bei Massa hätte das was geholfen. Den Unfall hätte das verhindern können. Ja, aber das war auch wieder so ein Jahrhundertding. Jahrtausend vielleicht sogar. Also es ist so ein Tourenwagen. Ich weiß gar nicht, ist bei der DTM überhaupt schon mal jemand tödlich verunglückt? Bestimmt, aber das ist wahrscheinlich auch 30 Jahre her. Naja, die gibt. Ja, wobei damals waren die Autos so langsam. Das waren ja fast noch Serienautos damals. Also wie lange gibt es die DTM seit 1900? Naja, aber auch mit Serienautos kannst du ja mal schnell mit 100 in die Wand nageln, wenn kein Polster da ist oder so. Ja, stimmt schon, aber die waren, also ein bisschen Sicherheit hatten die, glaube ich, drin damals. Und die sind ja auch meistens nur auf Flugplätzen gefahren, wo dann das Einzige, wo man reinfahren konnte, Reifenstapel oder Strohballen waren. Glaube ich, also irgendwie sowas. Wann haben die angefangen? 1980 oder 79 oder 78? Oder sogar 71? Ich weiß es nicht. Ja, ich gucke hier schön auf den siebten Platz rum. Ich gucke hier schön durchs Gras, aber die Strecke hat eigentlich einen schönen Flow, wenn man es nicht verkackt, so wie ich gerade. Und schon wieder, jetzt bin ich raus. Giovanni hat Spielerliste verlassen. Muss Marke die Pizza, da hat sich einer überschlagen. Mehrfach. Ja, auch schön. Der Dufe. Ich überschlag dann mal. Da überschlagen sich ja die Ereignisse. Ja, der müsste jetzt kommen. Oh, diese Scheißdinger haben keine Handbremse. Wäre noch schöner. Das ist auch, weil meistens ist es so, dass die so in die Kurve reinrutschen beim Bremsen und dann kriegen sie plötzlich Grip und untersteuern extrem. Wenn man dann die Handbremse ziehen könnte, könnte man die, glaube ich, nochmal ein bisschen schneller um den Kurs buxieren. Ja, aber wozu brauchen diese Autos eine Handbremse? Weiß nicht, so aus Spaß halt, nur dass man driften kann damit. Ich meine, wofür braucht ein GT-Auto eine Handbremse? Haben sie aber. In dem Spiel. Weiß nicht, ob die in Wirklichkeit haben. Also ich glaube, bei Autos, die von Serienfahrzeugen aus umgebaut wurden, ist das schon... Ja, wobei drin. GT heißt ja von Serienfahrzeug aus umgebaut, also
das hat ja nur noch so Elemente davon. Also, ja, sicherlich, aber ich denke mal, das ist halt so ein Basiselement, was die Dinger haben müssen. Wahrscheinlich, ja, Reglement und so. Und diese rein offenen Rennfahrzeuge, Da ist nicht viel Serie mit drin. Wobei Caparo ist ja so ein Wagen, der da so gebaut wurde, um möglichst Formel-1-Feeling auf die Straße zu bringen. Den müssen wir jetzt mal fahren, ey, da habe ich Bock drauf. Der ist voll geil, der Wagen. Aber ich glaube, erstmal kommt nochmal Indica. Ja. Oder macht also man immer so viel Gewinn? 6.000, wow. Ich habe da eher weniger Bock drauf, aber mich fragt ja keiner. Ja, machen können wir nichts gegen. Andy? Level 57. Komplett. Mit der, wow, okay, nicht schlecht. Ich hab den ja schon eine Weile. Stimmt, das hier ist mein teuerster Wagen mit 4,3 Millionen. Nicht das, die Cobra, sondern der hier. Nee, der ist teurer, aber den habe ich ja nicht. Weiter geht's mit dem Rennen in Sepang, wieder mit dem Indycar. Und den Start verpennt. In dem Wagen sitzt immer noch keiner drin, Andy. Du Geisterfahrer. Boah, da kommen sie hinter mir angeschossen und da kriege ich einen Lenkschaden. Ich habe irgendwen links getroffen und rechts ist an mir einer vorbeigeschossen und hat den auch noch gerammt. Und ich werde mal nicht in der ersten Kurve weggeballert. Ist das nicht geil? Hatte der so ein komisches rot-orangenes Auto? Ich habe nicht drauf gehört. Ich glaube, es waren beides dunkle Autos. Okay, dann weiß ich nicht. Na, auf jeden Fall, ich wusste, es war mir so klar, dass sich so viele Leute verbremst. Und einfach jeder hat sich einfach verbremst. Und alle kamen sie hinter mir angeschossen. Ich schaue noch so in den Rückspiegel, alle kommen mir näher. Okay, das war's. Boah, wieso ist denn so langsam hier? Ja, auf der Strecke ist Abtrieb gar nicht mal so schlecht, da gibt es viele schnelle Kurven. Ja, ich habe jetzt leider auf Mittel gesetzt. War vielleicht nicht so clever. Da hat Kongo, glaube ich, einen Schubs mitbekommen. Nö, ich wurde nur abgekürzt. Getroffen hat mich da keine. Wow, da konnte ich nicht ausweichen. Jetzt wurde ich getroffen. Und jetzt habe ich einen Linksschaden. Oh Gott, ich kann nicht mehr nach links lenken. Ah, rechts geht aber noch. Ich stoß dich. Sorry, habe ich dich gerade angestoßen? Nee, das war mein Fehler. Weil bei mir habe ich dich leicht berührt, aber es überträgt das Spiel manchmal. Wie Andy wieder hin und her zieht. Zack, zack, zack. Boah, ey, dieser Rechtstrall. Rechts! Trall! Die Box ist leider zu. Schade, ich würde mich auch gerne reparieren. Laut Kistchen wurde gerade gerammt. Von Willkommen beim Drecksgame. Ja, der hat schon ein paar Mal was von demjenigen komischen Typen mitgekriegt. Look at my horse is amazing. Give it a lick. Boah, ich hab doch schon früher gebremst und flieg trotzdem raus, Mann. Boah, wie ich nicht mehr um die Linkskurven rumkomme, richtig schlimm. Das war mein Fehler. So wie ich ihn kenne, ja, ich wusste es. Ich habe über dieses Fahrzeug auch mal mehr Kontrolle gehabt. Ja, ich habe mich jetzt einmal weggedreht, weil ich nach rechts ins Rutschen gekommen bin und dann, ich meine, ich kann es jetzt auf den Rechtsdrall schieben, aber ich hätte einfach vorher gegenlenken müssen. So. War da 4 Runden? Ja. Ja. Aber vielleicht werde ich noch Zweiter. Das wäre jetzt so mein Ziel. Andy kriege ich nicht, Andy fährt. Mal wieder in 7 Minuten rennen. So knapp. Oh, läuft doch bei uns. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ich den Skill, den ich mal hatte in diesem Spiel, dass ich den nicht mehr wiederkriege. Einfach nur weniger The Crew spielen.
Nein! Doch. Oh. Ja, ich wusste, dass das Ohr kommt. Es musste kommen. Ja, wenn wir schon zu dritt sind, muss man das auch mal anbringen, ne? Mhm. Bietet sich ja... Oh, schon wieder in der Kurve. Bietet sich ja an. Hey, ich kann vielleicht doch noch Erster werden. Was ist passiert, Andy? Hab mich gedreht, ey. Na, auch an der Stelle. Gut, nicht unbedingt gedreht, aber... Musstest du dich zurücksetzen? Nee, aber halb gedreht, dann bin ich irgendwie doch nochmal wiedergekommen und ja. Hat viel Zeit gekostet. Ja, das kann man festhalten. Jetzt wirst du wieder zickzack fahren. Aber er fährt hinter dir her, zickzack. Nee, doch nicht, er entscheidet sich anders. Die letzte Runde wird nochmal spannend, ich glaube, da kann nochmal was passieren. Jetzt einfach nur ruhig bleiben. Oh! Ist er Fuji? Ja, ist Lord Kistchen hinten drauf genagelt. So, Schalke-Bub. Können wir das regeln? Boah! Aufpassen, ich bin in der Linkskurve zu langsam. Dafür in der Rechtskurve nicht. So, Andy, jetzt nur nicht nervös werden. Aber nee, nee. Ich hab grad einen Fehler gemacht, keine Sorge. Oh, eben hat 100 hier gereicht. Ah, da habe ich ja vorher auch einen Fehler gemacht. Ich höre ihn. Nee, Andy, das schaffe ich nicht mehr. Darf ich mal ein Wort sagen? Oder zwei? Ja. Rage Quit! Wie kommst du denn auf diese abwegige Idee? Wegen dem Verlassen des letzten Spielers eben. Ich knoffe. Aber er hat ja auch sein Fahrzeug zerstört. Boah, jetzt einfach Vollgas reinheizen, aber ich würde Andy wahrscheinlich eh nicht erwischen. Boah, doch, wäre knapp geworden. Naja, ich will ihm seinen Sieg nicht kaputt machen. Ach, Glückwunsch! Das ist mein lieber Andy. Für die Seele, ey. Ich glaub's dir. Wenn man nicht gewinnen kann, dann zumindest die schnellste Runde fahren. Gar nicht mal so einfach, du. Nach ein paar Wochen. Hey, ich war so schnell wie Schalke, Bub. Juhu, meine Aufnahme ist irgendwie abgebrochen. Juhu, ein Noob. Einmal mit Profis arbeiten. Was kann ich denn dafür? Festplatte voll. Nee, ist sie nicht. Hm. Einmal mit Profis arbeiten. Egal, dann schneide ich da eben eins unserer Vorbereitungsrennen rein. Ja, wenn du möchtest, dann mach das. Nee, ich suche da mal ein paar Szenen raus, da waren ein paar witzige Sachen dabei. Ja, irgendwas muss ich ja machen. Oder auch nichts. Egal, ich werde mir was einfallen lassen. Vielleicht kommt auch einfach nur ein schwarzer Bildschirm, weil... Mit Text. Hier ist die Folge abgebrochen. Nein, weil ich noch nicht ein Movie-Studio kapiert habe oder sonst was für einen Fehler passiert. Wahrscheinlich habe ich... Nee, ich habe gedrückt, aber irgendwie ist... vielleicht, weil sich mein Spiel aus dem Vollbildmodus rausgedingst hat. Das passiert, aber eigentlich nimmt Dextree dann weiter auf. Ja, Dextree schon, Shadowplay nicht. Ach so, ja, wer nimmt dann schon Shadowplay? Ja, das ist voll geil, Mann. Ich hab voll die gute, die ich kann 10 Minuten lang aufnehmen und mein Video ist keine 2 GB groß. Aber normalerweise ist es ja dann größer. Wie groß ist es bei dir? Rohmaterial? 10 Minuten sind ungefähr 20 GB. Siehst du? Das ist der Vorteil. Da habe ich aber unkomprimierte Video. Nahezu unkomprimierte Videoinformationen. Das ist der Nachteil von mir. Und es kackt nicht ab. Also das nicht immer. Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Es kann auch sein, dass ich es einfach vergessen habe, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Na egal, das Rennen ist, glaube ich, schon vorbei, ne? Jo, jetzt ist zu Ende. Bis gleich. So, wir sind beim Zeitfahren und Simpro hat das falsche Setup. Hat er gerade gesagt. Geil. Ich fahre die erste Runde im Cockpit, weil die ist ja sowieso für den Arsch. Naja, nicht zwangsweise. Auf jeden Fall schon wieder Lancia Delta. Ja, und erstmal gegen die Wand ballern. Ja, ich auch. In dieser ersten Rechtsknick, ne? Geht doch nicht voll. Wie langsam man sich vorkommt.
Ja, nach dem Enika auf jeden Fall. Vor allem im Cockpit auch noch. Da ist wohl ein Schalke-Bug zu weit gefahren. Ich auch. Juhu, ich auch, aber ich habe noch die Handbremse reingehauen. Ja, trotzdem bin ich zu weit geflogen. Ich bin nur mit dem Heck in die Wand gedatscht. Ist aber auch eine schwierige Strecke mit der Karre. Ja. Nervig. Ja. Ja, weil alles 90 Grad Kurven sind. Und dann zieht sich immer nach außen. Ich glaube, in den Wagen muss man einfach nur einen Heckantrieb einbauen. Bei Front würde wahrscheinlich schon reichen, um den nicht mehr zu nervig zu machen. Front zieht dich zumindest besser aus den Kurven raus und macht den nicht ganz so ekelhaft. Trotzdem schnellste Zwischenzeit. Zwischenrundenzeit. Kongo Kons. Ja, du bist ja auch Erster. Oh, jetzt drehe ich mich. Ja, das war dann die zweite Runde. Danke. Das war dann die zweite Runde. Ja, und ich fahre rückwärts in die Wand, Lenkung kaputt. Das ist super. Und vor allem, wenn die Lenkung hinten, wenn du hinten in die Wand fährst und dann ist die Lenkung kaputt, repariert die sich auch nicht. Doch, hat sie. Echt? Okay, normalerweise reparieren sich die Hinterräder nämlich nicht. Na gut. Na, jedenfalls habe ich nur noch einen Versuch. Naja. Ich bin momentan 2 Sekunden schneller. Das ist doch kein Wunder, ich bin halt in der einen Spitzkehre da an die Wand genagelt. Ja, klar. Wundert mich halt nur, dass es trotzdem gereicht hat für den ersten Platz. Ja, weil wir anderen auch Scheiße gebaut haben. Und ich bin im Cockpit halt rumgenudelt. Boah, die letzte Kurve habe ich ein bisschen schlecht genommen. Jetzt einfach mit viel Schwung in die letzte Runde. Eine Rundenzeit von 1,4. Mal sehen, ob das schneller war. Ich glaube nicht. Nee, langsamer. Ach komm! Naja, ob das jetzt so viel besser war. Ich bin langsamer auf jeden Fall als meine Zeit. Aber das fühlte sich besser an. Vielleicht bin ich ja doch nochmal. Ich gehe letzte Kurve jetzt. Ah, nee, doch langsamer. Ah, nee, das wird nichts mehr. Hallo Leute, hallo. Hi. Da kommt Schalke-Bub. Oh Mann, Alter. Dreck. Scheiß Lenkschaden. Oh, dann auch noch Dritter, ey. Hör mir auf. Da kommt der Nächste. Oh, ich bin schon fast über Ziel. Da kommt noch einer. Oh, dreckiger Lenkschaden, ey. Ich wäre locker in 1,5er Zeit drin gewesen. Da kommt noch einer. Oh, ich darf nicht falsch rumfahren, glaube ich. Sonst werde ich disqualifiziert. Wer kommt da noch? Ein Belgier. Ein paar sind noch. Ne, der Belgier ist hinter mir. Birdie und Birdie Technodog sind noch. So, und jetzt darf ich auch übers Ziel. Boah. Das Setup war doch gar nicht so scheiße. Ärgerlich auf jeden Fall. 1,57 wäre bestimmt drin gewesen. Naja. $1,000 DP für Street. Und 2.000 fürs Auto. Und 10.000 fürs Konto. Gut, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession wieder. Wir machen jetzt erstmal Feierabend und verabschieden uns. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüssi.